April, April, der macht, was er will. Und in diesem Fall gibt es auch wieder attraktive Angebote zum Meilensammeln bei Miles & More, die Meilen-Highlights für April. Ein Monat mal nicht gemacht und schon hat man Knoten in der Zunge. Aber nichtsdestotrotz feiert Miles & More immer noch 30 Jahre Miles & More. Und so gibt es natürlich auch eine Überraschung. Es gibt immer noch den Flug zu gewinnen, 2 Flüge Business Class nach New York. Das ist doch mal toll. Dann haben wir auch eine kleine Auswahl schon an den Meilen-Schnäppchen. Heute werden sie wahrscheinlich so ein bisschen länger haltbar sein, denn natürlich erst am Montag kommen die ganzen Meilen-Schnäppchen raus. Aber das wisst ihr ja, am Wochenende, da arbeitet man nicht. Ja, was gibt es noch zu erwarten? Es gibt 15-fache Meilen beim Shoppen, es gibt bis zu 100.000 Meilen über ein Finanzprodukt, eine Baufinanzierung. Man merkt, dass die Zinsen wieder höher werden, dann gibt es auch mehr Meilen. Lasst uns direkt thematisch einsteigen. Und das erste ist natürlich wirklich diese 2023, das 30-jährige Bestehen von Miles & More, was gefeiert wird. Celebrating You heißt die Kampagne und da ist es so, dass ihr wirklich als treue Kunden und Kundinnen bei Miles & More monatlich wechselnde Aktionen haben könnt und Überraschung. Ich muss euch nochmal den Hinweis geben auf die Business-Class-Flüge, die ihr gewinnen könnt, weil das ist doch relativ geil. Und zwar die Lufthansa Business-Class, die alte natürlich, es ist noch nicht die Allegris, aber vielleicht mit etwas Glück, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Zeitraum hier der 7.3., ihr kennt das ja schon vom letzten Monat, aber es gab ja keine Sendung, bis zum 30. April geht das. Dann lasst uns direkt weitermachen. Dr. Klein, das ist so der Brüller, wenn ihr die meisten Meilen haben wollt. Meilen sammeln und Wohnträume erfüllen. Ob Immobilienkauf, Anschlussfinanzierung, Modernisierung oder Hausbau. Bei Miles & More Partner Dr. Klein gibt es passende Unterstützung und individuelle Beratung. Bei Abschluss einer Baufinanzierung können Teilnehmer je nach Finanzierungshöhe bis zu 100.000 Prämien einsammeln. Bis zu. Also, wenn ihr eine Gesamtfinanzierung von 50.000 habt, dann Euro, dann gibt es 7.500. Dann denke ich mal, dass das nächste 100.000 heißen soll, auch wenn da 10.000 steht, das sind 15.000 Meilen. Dann ab 250.000 Gesamtfinanzierung 35.000 Meilen. Ihr merkt, es geht weiter aufwärts. Ab einer halben Million gibt es 65.000 Meilen. Wer die 100.000 Meilen haben möchte, 750.000 Euro müsst finanziert werden. Gültig bei Erstfinanzierung, zum Beispiel Haus- und Grundstückskauf, sowie bei Anschlussfinanzierung, zum Beispiel Ablösen eines alten Immobilienkredites. Aktionszeitraum 1. April und es geht bis in den Mai hinein, 31. Mai. Online-Shopping ist natürlich auch immer wieder cool. Das mögen wir. Und so ist es, dass ihr bis zu 15-fache Meilen während der Online-Shopping-Woche sammeln könnt. Die Online-Shopping-Week, wie es ganz genau heißt, ist da in der Woche vom 17. bis zum 23. April können Teilnehmer nicht nur bis zu 15-fache Meilen in 40 Online-Shops aus den Bereichen Mode, Kosmetik, Accessoires, sondern auch exklusive Rabatte und Gutscheine bekommen. Am Wochenende vom 15. bis zum 16. April, also macht euch einen Knoten ins Ohr, in den Fuß, ich weiß nicht wo rein, damit ihr den Termin nicht verpasst. Da gibt es bei Konrad 4-fache Meilen im April und am 15. und 16. April sogar 6-fache Meilen. Peter Hahn 10-fache Meilen und an dem besagten Wochenende 15. und 16. sogar 15-fache Meilen. Ansonsten gibt es im Aktionszeitraum am 15. bis zum 16. April, also diese beiden Tage, Barbour, Silkes Weinkeller, My Photobook. Das ist ein geiler Aussprech heute, ne? Geiler Aussprech. Aber hier könnt ihr jetzt kommentieren und sagen, du bist Banane. Auf jeden Fall My Photobook. Komm gar nicht drüber weg. Auf jeden Fall Porsche Design, Van Graaff und Jack Wolfskin. Außerdem gibt es bei rund 200 weiteren Online-Shops im April mehrfache Meilen zu sammeln. Aber die, die ich euch jetzt nannte, gab es 10-fache Meilen. Also 1. April bis 30. April geht die ganze Geschichte. Dann gibt es natürlich auch wieder Worldshop-Angebote. Große Osteraktion, 20% Meilennachlass auf das Worldshop-Sortiment und Gewinnchancen.
Der Virtual schickt Teilnehmer auf die Ostersuche. Wer Hinweisen folgt und den Aktionscode findet, sichert sich 20% Meilennachlass auf das Virtual-Sortiment sowie die Teilnahme am großen Ostergewinnspiel. Man wünscht euch viel Spaß und frohe Ostern. Aktionszeitraum 1. April bis 11. April. Geht also heute direkt schon los. Jetzt gibt es auch natürlich diese Celebrating You-Geschichte. Zum Jubiläum 3 Tage lang dreifache Meilen sammeln. Miles & More feiert seinen 30. Geburtstag. Der Workshop feiert mit zu diesem Anlass sammeln Teilnehmer dreifache Meilen pro Euro Einkaufswert aufs gesamte Workshop-Sortiment. Das Angebot gilt für 3 Tage auf workshop.eu und in den Workshop Airport Stores nur, solange der Vorrat reicht. 30 Jahre, warum gibt es da nicht 30-fache Meilen? Wäre mein Vorschlag gewesen, aber deshalb bin ich wahrscheinlich nicht dort am Arbeiten, weil ich, nennen wir es einfach mal, vielleicht zu progressiv bin. Ja, dann gibt es noch etwas. Duck Around the World Aktion. Die Ente kennt ihr. Das ist die Ente. Ah, warte, müssen wir. Es ist scharf. Jetzt ist es scharf. Da ist sie. Und zwar die Ente, die ihr mit dem Worldshop bekommen könnt, könnt ihr mitmachen. Brandy, die Badeente mit dem Aluminium-Trolley, erwartet Teilnehmer ab dem 13. April in allen Worldshop Airport Stores und kann auf Nachfrage abgeholt werden. Also das heißt, wenn ihr diese Ente haben wollt, könnt ihr sie haben, allerdings nur solange der Vorrat reicht. Teilnehmer, die mit Brandy auf Reisen gehen, sichern sich ihren Gutschein im Wert von 10 Euro auf das Worldshop-Sortiment, inklusive der Lufthansa Aluminium-Kollektion. Aktionszeitraum 13. April bis 31. 5. Einlösezeitraum ist etwas länger, ist auch ab dem 13. April bis zum 31. Juli. Also Duck Around the World Aktion, Gutschein 10 Euro und natürlich Brandy bekommen. Das waren auch schon die Neuigkeiten, aber wir warten auf die Meilenschnäppchen. Die gibt es jetzt auch. Und zwar lasst uns diese direkt befeiern und finden. Also, da geht es doch direkt los in der Economy Class. Dresden, Hin- und Rückflug, Buchungszeitraum 3. April bis zum 30.04. Und daran seht ihr auch, dass erst ab dem 3. April diese freigeschaltet werden. Reisezeitraum 15.05. bis 30.06. also Juni, 15.000 Prämienmeilen. Asturien, Birmingham, Malta, Hin- und Rückflug, Buchungszeitraum 3.04. bis 30.04. Reisezeitraum 15.05. bis 30.06. 15.000 Meilen, ist doch auch geil, ne? Wer will nach Asturien? Also wer nicht, ne? Aber auch Dubai ist für 25.000 Meilen in der Economy Class zu haben. 3. April bis zum 30. April ist der Buchungszeitraum, der ist immer gleich. Aber denkt dran, bei Langstrecke ist der Buchungszeitraum, der Reisezeitraum ein anderer. Das ist nämlich der 15.07. bis zum 31. August. 25.000 Meilen. Premium Economy gibt es auch. St. Louis, wer so möchte nach Amerika fliegen, kann für 55.000 Premium Meilen fliegen. 40.000 ist es, St. Louis. Entschuldigung, das sind 40.000. Chicago, Montreal, Toronto, Dallas, das ist das, wo es hingeht im selben Reisezeitraum. 15. Juli bis zum 31.08. Also Chicago, Montreal, Toronto, Dallas, aber das ist in der Business Class. Ja, 55.000 Meilen. Luxemburg gibt es für 25.000 Meilen, da ist ja wieder der Buchungszeitraum. Der 3.4. bis zum 30.4., aber Reisezeitraum 15.05. bis 30.06. diesen Jahres. 20.000 Dresden, Luxemburg 25.000 Prämienmeilen. Denkt dran, es kostet immer natürlich zusätzlich Geld. Genau. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV, die Meilen Highlights. Ich hoffe, dass für euch etwas dabei gewesen ist. Kommentiert unten, was ihr geil gefunden habt. Lasst es mich wissen. Ich habe es heute versuchsweise mal um Mitternacht freigeschaltet, deutscher Zeit, weil die Sperrfrist am 1. April liegt. Ich hoffe, ihr nehmt das nicht als Scherz. Das ist leider das, was es ist. Und ich freue mich auf die Sendung heute Abend mit euch. Also, bis dann. Ciao, ciao. Und dann gehen wir jetzt hier raus, ne? Also, ich gehe dann, ne?